Was wissen Sie denn schon über den Liechtensteiner Fußball? Letztes Spiel, wo ich live zugeschaut habe, hat Liechtenstein 3-0 gewonnen gegen Island. Damals waren wesentlich mehr Profis unterwegs mit der Liechtensteiner Mannschaft und schwer vielleicht. Auch wünschenswert für uns vielleicht in nähere Zukunft, dass man einfach unseren Spielern so weiterentwickeln kann. Und ich sehe das einfach als unsere Aufgabe, nicht nur meine, sondern wir alle hier vom Verband, dass wir die Spieler unterstützen können, dass wir besser werden können. Und desto besser die Spieler und beim besseren Verein die spielen, dann wird die Mannschaft auch automatisch besser. Und ich glaube, ja, durch viel Struktur und viel Arbeiten ist vieles erreichbar. Sie waren selber Innenverteidiger als Spieler. Werden Sie trotzdem offensiv spielen lassen? Wir wollen immer gewinnen und das ist immer das Ziel. Ich habe selber Mittelfeld und Innenverteidiger gespielt. Also das hat, klar, man braucht natürlich immer eine Struktur und das gehört auch dazu, dass man gute Ordnung hat. Aber wir wollen auch versuchen, uns immer in jedem Bereich nach vorne zu bewegen und weiterentwickeln. Und da gilt nicht nur die Defensive oder Organisation, sondern auch die Offensive. Zum Abschluss was Persönliches. Sie leben oder wohnen, glaube ich, in Süddeutschland. Werden Sie den Wohnsitz hier nach Liechtenstein verlegen? Jetzt auf der Schnelle nicht. Nee, unsere Kinder gehen da alle in die Schule. Meine Frau kommt von dort und das wird vorerst so bleiben. Also ich werde dann immer wieder hier. Es ist nicht allzu weit zum Fahren. Das ist auch machbar und wird dann auch öfters hier sein. Also das kriegt man hin. Alles Gute, viel Erfolg. Vielen Dank. Dankeschön.